Wenn Menschen sterben, ja, dann kommen sie zunächst mal in einen Sarg. Und früher wurden ganz viele Menschen auch in Särgen beerdigt, eine sogenannte Körperbestattung. Ja, das ist heute oft nicht mehr so, denn viele Menschen werden verbrannt auf eigenen Wunsch und Willen. Und das Ganze gibt es seit den 80er Jahren in Deutschland vermehrt, denn erst dann hat die Kirche eine Freigabe erteilt. Ja, Stefan Kohl, ich grüße dich ganz herzlich, Stefan. Guten Tag, Sven. Ist das so, seit den 80er Jahren ist das erst möglich mit der Feuerbestattung? Die Feuerbestattung grundsätzlich war schon früher möglich. Auch in anderen Kulturen ist sie ja ganz normal. Aber in den deutschen Gegenden war es halt auch so, dass die katholische Kirche das auch nicht akzeptiert hat und auch nicht tolerieren wollte. Aber das hat sich dann in den 80er Jahren schon liberalisiert. Ja, wir haben eine Doku gedreht zur Feuerbestattung. Wir waren im Völklingen, haben uns das Ganze mal angeschaut. Das ist mittlerweile so, dass viele Bestattungen mittlerweile als Feuerbestattung ausgeführt werden? Ja, man kann sagen, 70-80% sind mittlerweile Einäscherungen, also Feuerbestattung. Ja, und dann gibt es eine Urne. Die Urne wird dann bestattet. Aber zunächst ist jeder Verstorbene zunächst mal im Sarg, richtig? Das ist richtig. In einem sogenannten Einäscherungssarg oder auch in dem Sarg, wie man jetzt auch hier sieht. Es kann grundsätzlich jeder Holzsarg auch eingeäschert werden. Und oftmals wird halt, wenn eine Trauerfeier mit dem Sarg gemacht wird, auch einen anderen Sarg genommen. Ja, es geht heute um Andenken. Da werden sich jetzt einige, ich sag mal, berühmen und sagen, naja, braucht man das denn? Ist das unbedingt notwendig? Wird damit vielleicht Geld gemacht, sage ich jetzt mal? Aber ganz viele Menschen wünschen sich eigentlich Andenken, gerade dann, wenn der Verstorbene eingeäschert wird, dann bleibt die Asche übrig. Und in Deutschland dürfen Urnen ja nicht geöffnet werden. Ist das richtig? Also im Saarland darf eine Urne nicht geöffnet werden. Es gibt Bundesländer, da ist das schon auch möglich. Aber im Saarland, das Bestattungsrecht sagt, dass keine Urne geöffnet werden darf. Und deswegen haben wir auch hier dann die Problematik, dass auch keine sogenannte Asche-Amulette gemacht werden können, dass man ein bisschen Asche in diese Amulette reinfüllen könnte. Und dann habe ich mich einfach mal auf den Weg gemacht und habe mal geschaut auf verschiedenen Messen, was kann man als Andenken den Angehörigen dann vom Verstorbenen mitgeben. Und das haben wir ja auch hier jetzt mal einfach mal präsentiert, was so alles möglich ist. Was man jetzt sieht, ist eine Holzurne mit einer Applikation drauf, mit so einem Herz. Das Herz kann man während der Trauerfeier drauflassen und bevor die Urne dann in die Erde kommt, kann man das dem Angehörigen dann auch aushändigen. Und hier hinten kann man zum Beispiel auch einen Teelicht dann reinstellen und dann kann man sich das zu Hause dann hinstellen und immer als kleine Erinnerung. Das ist jetzt relativ neutral. Man kann natürlich auch personalisierte Dinge machen, die wir hier auch aufgebaut haben. Warte, ich zeige das mal gerade. Vielleicht mal zunächst eine kleine Frage. Ist das was, wo du auf die Menschen zukommst und sagst, möchten sie noch ein Erinnerungsstück? Oder gibt es schon viele, die von sich aus kommen und sagen, was haben sie denn für eine Möglichkeit, mich an denjenigen zu erinnern? Ich kann mich früher daran erinnern, gab es so kleine Postkarten, die, als ich Messdiener war, da wurden die entsprechend ausgeteilt. Ist aber schon recht verblasst, die Erinnerung. Kommen die Menschen auf dich zu? Ja, das sind jetzt keine Postkarten, das war ein Gedenk. Kärtchen waren das, wo ein Bild vom Verstorbenen drauf war und auch der Name, Geburts- und Sterbedatum und oftmals auch noch ein religiöser Spruch. Mhm. Viele Leute wissen gar nicht, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, wie jetzt auch hier unsere Gedenksteine. Wir haben hier ganz viele Möglichkeiten, wo wir auch zeigen in den Beratungsgesprächen. Wir wollen natürlich dann auch nicht die Leute auch überfrachten. Wir haben es in unserem Katalog bebildert, wo wir auch zeigen, was es gibt. Aber jetzt aktiv drauf losgehen, das tun wir natürlich nicht, weil sonst sieht es ja nachher aus, als würden wir alles verkaufen. Es sind Zusatzangebote, wo jeder für sich entscheiden muss, ob er sowas überhaupt möchte. Aber jetzt aktiv angeboten wird es nicht. Also nochmal, es gibt zum Beispiel Steine, oben das sind Steine aus Gips, die werden dann entsprechend beschriftet. Das geht ja heute sehr, sehr gut, auch in kleinen Stückzahlen, also 1, 2, 3 Stück, aber auch 100 Stück, wenn man das möchte. So hat man zum Beispiel die Möglichkeit, jedem sowas mitzugeben. Wenn du mal so lieb bist, sowas mal rausnimmst, das ist ein Stein. Das heißt, man kann das dann in Auftrag geben. Es gibt unglaublich viele Muster. Ja, man hat hier einmal, wenn man nur einen Namen drauf haben will und so ein florales Bild. Gerade so lieb, dass du ein bisschen schräger hältst, so kann man es gut sehen. Man kann auch ein Bild draufdrucken lassen, wie man das hier auch auf der Seite sieht. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man da machen kann. Sofern es auf den Stein passt, kann man auch persönliche Motive oder Bilder draufdrucken. Hund zum Beispiel, den er lieb gehabt hat. Ja. Okay.
Das ist ja so, viele Tiere begleiten einen ja auch auf dem letzten Weg, sage ich jetzt mal. Die waren mit dabei. Das kann alles sein. Das muss jetzt nicht das Gesicht sein von dem Verstorbenen. Das ist richtig, ja. Oder hier hat man eine Taube drauf gemacht. Das ist jetzt so eine kleine Baumscheibe. Also wenn jemand das in Gips nicht möchte, eher was Natürliches. Dann das ist Handarbeit, richtig? Das heißt, die werden Stück für Stück dann anschließend beschriftet. Ich nehme an, dass das ein Computersystem ist, was die beschriftet. Man kann also da allen wünschen, man kann es gestalten oder man wählt es aus Vorlagen? Man hat gewisse Vorlagen und wir haben einen Dienstleister, wo das macht. Das wird bedruckt. Muss das natürlich einzeln eingelegt werden in den Drucker. Also es ist jetzt kein Produkt, wo man da 500 oder 1000 Stück auf einen Rutsch durchlaufen lassen kann. Und es kommt auch nicht aus China, muss man dazu sagen. Es wird hier in Deutschland gemacht. Das Ganze ist also wirklich individuell, ist auch nicht sehr teuer. Wir haben heute gesagt, wir sprechen nicht über Preise, aber es bewegt sich im einstelligen Euro-Bereich pro Stück. Und viele, ich sag mal, wünschen sich ja, die Information zu haben, dass es überhaupt sowas gibt. Das ist ja vielen auch wichtig. Ja, also wir haben das ja, wie gesagt, in unserem Katalog und auch hier auf dem Tisch steht zum Beispiel auch so ein Fingerprint, wo wir hier auf der Seite sehen. Das steht auf dem Tisch, dass man auch einfach mal sieht, was ist das überhaupt? Aber was ist das Fingerprint? Fingerprint ist ein Fingerabdruck, der vom Verstorbenen genommen wird. Also in dem Beratungsgespräch wird auch immer abgefragt, ob die Angehörigen noch ein Bild vom Verstorbenen im Sarg wünschen oder ob ein Fingerabdruck gemacht werden soll. Mein Fingerabdruck ist natürlich was ganz Individuelles, es ist was Einmaliges. Man kann es halt auch nicht reproduzieren. Wenn die Person beerdigt oder eingeäschert ist, kommt man nicht mehr an den Fingerabdruck dran. Und deswegen fragen wir im Beratungsgespräch, ob jemand sowas haben möchte. Das ist auch kostenfrei. Und aus diesem Fingerabdruck kann man hier solche Schmuckstücke machen. Wir haben hier oben zum Beispiel so einen Anhänger mit dem Fingerabdruck eingraviert. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, von Silber über Gold, über Weißgold, auch was jeder auch haben möchte. Es geht von bis, geht los bei, ich sag mal, wenigen Euros bis fast an 1000, wenn man Gold haben möchte. Ja, ja. Genau, also da sind die Grenzen natürlich frei, aber das Interessante ist, dass man auch einen Ehering mit verändern kann. Genau, wir haben hier einen Ehering und da ist dieses den Fingerabdruck eingearbeitet worden. Das bedeutet, wir bekommen den Ehering, schicken den zu dieser Firma hin und die arbeiten dann den Fingerabdruck als Medaillon mit ein. Und das kann man dann als Anhänger an eine Kette machen. Ja, dann hat man also denjenigen, an den man denken möchte, immer dabei quasi. Genau. Wenn man das möchte. Ja, genau. Oder man macht sich hier so einen Ring. Warte, wenn du es mal ein bisschen schräger hältst in dem Licht. Wo dann auch ein Fingerabdruck integriert ist, wenn man halt lieber ein Ringträger ist und keinen Anhänger möchte. Ach, in dem Ring, da sieht man es hier vorne, da ist drin, ja, wenn du es mal kurz hochhältst, da vorne, das ist der Fingerabdruck mit drin, was ganz Persönliches. Genau. Ja, es geht noch einen Schritt weiter. Man kann aus der Asche des Verstorbenen, allerdings in der Schweiz wird das gemacht, also wird die ohnehin geschickt. Dort wird ein ganz kleiner Teil der Asche entnommen, daraus kann man Diamanten pressen. Genau, die Urne wird dann in die Schweiz verschickt, in der Schweiz wird die geöffnet, der Kohlenstoff wird rausseppariert und es wird ein künstlicher Diamant hergestellt. Das dauert ungefähr 6 bis 8 Monate, weil ein Diamant, der muss wachsen. Der wächst, ja. Ja, und dann kommt dieses Schmuckstück dann nochmal zurück und es ist auch was, wo ganz persönlich ist von dem Menschen, weil der Kohlenstoff ist halt von diesem Menschen. Die Urne an sich, die kann auch wieder zurückkommen und kann hier auch nochmal beigesetzt werden. Oder wenn man kein Grab hier haben möchte, kann sie auch in der Schweiz in einen Bergbach auf der Almwiese beigesetzt werden. Das ist halt die Variante. Ach so, das ist die Beisetzung quasi da mit drin und man erhält dann den Diamanten zurück. Genau. Oder man erhält die Urne zurück. Richtig. Und die Urne muss aber, wenn sie hier wieder im Saarland ankommt, auch beigesetzt werden. Ja, da unten sieht man es auch. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Das ist jetzt ein Schmuckstück. Jetzt eine Halskette, so ein Anhänger mit dabei, da ist der Fingerabdruck mit drin. Ihr habt jetzt einen Gesamtkatalog, vielleicht mal gerade zwischendurch, den haben wir zusammen erstellt, um, ich sag mal, die Einzelkataloge, die es gibt unglaublich viele Anbieter und da hast du gesagt, das, was ihr persönlich auch geprüft habt, was sinnvoll ist, was oft verlangt wird, das habt ihr in einem Katalog hier, den kann man aber nicht, ich sag mal, den gibt es jetzt nicht mit 1000 Mal, den habt ihr hier da, das heißt, die Leute können aus dem Katalog zusammen wählen, korrekt?
Genau, und deswegen haben wir das alles in einem Katalog jetzt zusammengeführt, dass wir auch in der Beratung alles ja direkt in einem Katalog auch zeigen können, nicht 25 Prospekte da auspacken müssen, weil das ist auch unangenehm für uns, weil das sieht dann auch ja wie eine ganz große Verkaufsveranstaltung mit Prospekten allen drum und dran. Das ist ja doch eine Geschichte, die teilweise die Leute auch überrascht und dann fragt man danach. Aber ja, wir zeigen einfach mal die Filme, um mal zu zeigen, was es gibt. Es gibt was ganz Interessantes, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, bereit ist, jetzt eine Investition oder man will es einfach nicht machen mit dem Diamant. Es gibt noch eine sehr, sehr interessante Lösung, die nicht so teuer ist. Ja, also der Diamant ist schon eine sehr kostspielige Sache. Allein schon diese 6 Monate Prozess, das kostet natürlich alles immense Summen. Mhm. Und dann hat die Firma Sternspuren Erinnerungskristalle entwickelt. Das bedeutet, in diesen Glaskörper wird Asche des Verstorbenen mit eingearbeitet. Also ich sag mal, die Urne wird auch in der Schweiz dann geöffnet. Es werden dann 1 bis 2 Teelöffel Asche entnommen und die wird dann hier mit eingerührt in dieses Schmuckstück. Da sieht man jetzt hier diese grauen Spuren. Mhm. Das sind diese Sternspuren, also diese Spuren des Verstorbenen. Genau, das ist also unzulässig im Saarland, ohne zu öffnen. Ihr versendet die dann in die Schweiz und dort ist das per Gesetz zulässig, korrekt? Richtig. Genau, es ist grundsätzlich so, dass man Urnen ja auch versenden kann und darf. Zum Beispiel die Seebestattung haben wir ein Video drüber gedreht. Dort geht ja die Urne dann auf die letzte Reise quasi. Genau, da muss sie ja auch versendet werden. Das ist jetzt kein Postpaket, wie man das sich jetzt vorstellt. Das ist extra ein Urnenversandservice. Kurier quasi. Wo die Urnen dann auch dementsprechend behandelt werden und nicht wie es das Versandhauspäckchen hin und her geschmissen wird. Ja, es gibt auch was ganz Besonderes. Es gibt ein Relief, das kann man anfertigen lassen. Du hast ein Beispiel da. Dort hat man quasi eine 3D-Darstellung, wie man das kennt aus der römischen Zeit, ein Positiv von einem Abdruck. Genau, das sind solche Totenmasken, wie man sie immer früher genannt hat. Und die gibt es auch heute wieder. Ist relativ selten nachgefragt. Man muss auch nicht ein Gesicht machen. Wir haben auch schon einen Handabdruck von jemandem anfertigen lassen. Und das ist auch möglich. Und ist das geschieht dann per Gips oder wie funktioniert das? Oder geht das per Computerlaser? Nein, das geht mit Gips und mit diesem Gipsabdruck wird dann entweder hier so eine aus Gips gemacht oder auch aus Bronze, wenn das gewünscht ist. Also das geht auch? Ja, es gibt auch verschiedene Varianten, wie es auch im Mittelalter früher war. Diese gibt es heute auch noch. Das ist natürlich was sehr Individuelles. Da muss jeder natürlich überlegen, will ich das nicht. Aber es ist ein Kunstwerk letztendlich. Das ist ein Kunstwerk. Und da ist es jetzt auch, spielt es auch keine Rolle, ob es eine Körperbestattung ist oder eine Feuerbestattung. Das spielt auch bei den Sternspuren auch keine Rolle. Man kann zum Beispiel, wenn eine Körperbestattung gemacht wird, auch solch ein Teilchen sich machen lassen aus Haaren. Die Haare werden dann eingeäschert bei dem Hersteller. Und werden dann auch eingearbeitet. Also nochmal, die Körperbestattung ist dort. Dort wird der Leichnam wird dann in einem Sarg in den Boden verbracht, was man kennt. Also im Prinzip, er wird beerdigt quasi. Und dort werden Haare dann entfernt. Die werden praktisch eingeschickt, auch in die Schweiz. Und die entnehmen dann den Kohlenstoff aus den Haaren, machen aus den Diamanten. Korrekt? Das ist korrekt, aber es wird nur so 5 bis 10 Gramm Haar gebraucht. Also es wird jetzt die ganze Haare entnommen. Also im Prinzip wenig Haare. Ja, so 2, 3 Haarlocken sind das. Also es ist jetzt nicht so viel. Vielleicht ein klein wenig Werbung für dich. Wo sind wir hier? Wir sind hier bei der Pietät von Rüden in der Mainzer Straße 17 in Saarbrücken. Mhm. Wir haben aber auch noch eine Dependance in Scheid in der Kaiserstraße 82 und in St. Anual in der Sargemünder Straße 142. Wenn ich mich jetzt informieren möchte, muss ich da direkt Geld mitbringen für die Beratung oder wie funktioniert das grundsätzlich? Ist erstmal so eine Beratung kostenfrei? Ja, eine Beratung ist erstmal kostenfrei. Ich sage ja auch, habe ja schon mal in Videos gesagt, wir informieren uns über alles im Internet, über Reisen, über Auto und so weiter. Da kann man sich auch über eine Bestattung informieren. Man soll aber zu uns kommen, am besten nach Terminvereinbarung, dass wir auch dann auch Zeit haben. Ist es sinnvoll, bevor man stirbt, sich eine Beratung zugehen zu lassen? Darüber haben wir schon oft gesprochen. Ganz, ganz viele Menschen würden wirklich unglaublich stark überrascht von dem Thema Tod. Ja, also es ist auf jeden Fall immer sinnvoll, auch dass ältere Menschen, jüngere Menschen hierher kommen, einfach mal fragen, was können wir denn überhaupt alles machen und was gibt es überhaupt alles?
Und das ist wichtig. Ja, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, das haben wir alles im Video schon gezeigt. Wenn Sie möchten, gehen Sie mal auf YouTube, geben Sie dann ein Pietät von Rüden und dann finden Sie zum Beispiel ein Video, das Krematorium in Völklingen. Wir haben die Waldbestattung haben wir mal gefilmt, die Versorgung von Verstorbenen, wie funktioniert das Ganze, das kann man mitnehmen. Ja, und erstmal vielen Dank, Stefan Kohl, Pietät von Rüden aus Saarbrücken. Ja, bis zum nächsten Mal. Heute mit dem Thema Abschiedselemente. Was kann ich produzieren lassen, damit ich weiter an meinen geliebten Menschen denken kann? Genau.